Hallo Leute, eine sehr beliebte Fantheorie besagt, dass sich der Bluthund Sandor Clegane und sein Bruder Gregor, besser bekannt als der Berg, in einem epischen Kampf aufeinandertreffen werden. Denn jetzt, da Sandor wieder zurück ist, stehen die Chancen dafür besser denn je. Also nehme ich das Ganze für euch mal unter die Lupe und wieso es so einen großen Hype darum gibt. Mal abgesehen davon, dass die Clegane-Familie für ihre fast übermenschliche Stärke und brachiale Gewalt bekannt sind, und der Berg so zum Beispiel sein eigenes Pferd in einem Wutanfall mit nur einem Schwerthieb fast vollständig enthauptete, oder wie der Bluthund vor Tyrion und allen anwesenden Soldaten König Joffrey aufs Übelste beleidigte und einfach davonging, während sich niemand traute, ihn, trotz offensichtlichen Hochverrats, auch nur anzusprechen. Da sind andere für viel weniger hingerichtet worden, was uns bereits einiges über die Kampfkraft der beiden verrät. Doch abgesehen vom wahrscheinlich coolsten Kampf, der uns, nach dem Berg gegen Oberyn oder Jon gegen den Weißen Wanderer erwarten könnte, geht die Geschichte auch tiefer. Auch wenn diese vielen, wie zum Beispiel Peter Baelish, bereits bekannt ist, erzählt Sandor Clegane seine Geschichte Arya höchstpersönlich, nachdem sie Rast machten und er seine Wunde selbst behandelte. Er schaffte es nicht, Arya kam mit einem brennenden Ast auf ihn zu, um seine Wunde damit zu behandeln, doch er schreckte bekanntermaßen panisch vor dem Feuer zurück. Sie belässt es dabei, doch ihn ist es natürlich peinlich, vor einem kleinen Mädchen so zu reagieren und offenbart sich ihr wohl auch, weil er selbst immer mehr Sympathie für das Stark-Mädchen empfindet. So erzählt er, wie er als Kind mit dem Spielzeug seines großen Bruders spielte, dieser jedoch dachte, Sandor hätte es geklaut und ihn deswegen mit dem Gesicht ins Feuer presste, womit die bereits überaus schmerzhaft aussehenden Narben in seinem Gesicht entstanden. Auch ein Lob an die schauspielerische Darbietung Rory McCanns, denn man sieht in seinem Gesicht eindeutig, wie kindlich und unschuldig die Situation doch ursprünglich war. Nur ein kleiner Junge, der sich freute, mit dem Spielzeug seines großen Bruders zu spielen. Und so ist es auch durchaus verständlich, dass der körperliche Schmerz zwar schlimm und der Geruch noch schlimmer war, ihn aber am meisten schmerzte, dass es sein eigener Bruder war, der ihn ohne zu zögern für immer entstellte und ihr Vater ihn auch noch dafür in Schutz nahm. So lügte dieser und erzählte, dass Sandors Bett in der Nacht Feuer gefangen hätte. Vielleicht war dies ja auch der Moment, in dem Arya den Bluthund unterbewusst von ihrer Todesliste strich. Und Gregor, der Berg, nun ja, er tat alles, um uns davon zu überzeugen, seinem kleinen Bruder jedes einzelne Wort zu glauben, wie zum Beispiel Kingsmord oder Vergewaltigung. Da der Berg nach all seinen unglaublichen Gräueltaten nun dank Qyburn eine Art mysteriöser Zombie ist und wir seine wahren Stärken gar nicht kennen, dafür die Hintergrundgeschichte der Verachtung unserer zwei Clegane-Brüder, können wir es erst recht nicht mehr abwarten, bis der Clegane Bowl, also der epische Kampf zwischen dem Bluthund und dem neuen Berg, endlich beginnt. Doch wo und wieso könnte es dazu kommen? Im Internet tippen die meisten darauf, dass es sich bei der mysteriösen Person um Sandor Clegane halten könnte. Der Ort im Hintergrund soll die Drachengrube sein und Sandor soll beim Urteil durch Kampf Elaria Sand gegen Cersei verteidigen, die natürlich ihren Leibwächter Gregor Clegane, den neuen Berg, für sie kämpfen lässt. Alles in einem hört sich das recht plausibel an, allerdings bezweifle ich stark, dass Cersei der Mörderin ihrer Tochter auch nur den Hauch einer Chance zu entkommen geben würde, denn dafür hat sie einfach schon zu viel erlebt. Zusätzlich scheint diese Szene offensichtlich im Süden zu spielen und bekanntlich befindet sich Sandor gerade mit Beric Dondarrion und Toros von Myr im Norden, der sich gerade selbst zu finden scheint und akzeptiert, dass er zu Größerem bestimmt ist. Womit auch seine Rachepläne wohl erstmal in den Hintergrund fallen dürften. Und da wir gerade im Norden sind, dürfen wir nicht vergessen, dass der Norden nicht vergisst und Arya erst recht nicht und Gregor Cleganes Name noch lange nicht von ihrer Liste gestrichen wurde. Wir aber durchaus wissen, wie erfolgreich sie damit bereits ist. Letztendlich bedeutet das alles aber noch lange nicht, dass der Clegane Bowl nie stattfinden wird, sondern eher, dass wir wahrscheinlich darauf bis zur letzten Staffel warten müssen, denn das Beste kommt ja bekanntlich auch erst zum Schluss. Vielleicht hat der Nachtkönig auch Einfluss auf den Berg, je nachdem, wie nah dieser ihm kommen sollte. Was meint ihr dazu? Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da, teilt meine Videos und abonniert im besten Fall meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu sein. Ich möchte euch allen auch nochmal herzlich für über 5000 Abonnenten in so kurzer Zeit danken und verlose unter allen Abonnenten meine eigene kaum gebrauchte PS4. Sobald diese verlost ist, kommt auch meine eigene kaum gebrauchte Xbox One dran. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, meinen YouTube-Kanal sowie meine Facebook-Seite zu abonnieren und zu liken. Die Ziehung des Gewinners der PS4 findet am 30.09. im Livestream statt und ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück. In dem Sinne, bis bald und Valar Morghulis.